und haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig! Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Keine Mädchen erlaubt. Keine Mädchen erlaubt. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Kuhn-Freunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag... Ich krieg Wunder Arsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Bringt Wunderarsch in die Basis der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Neue Ware verfügbar im Kuhn Store. Herzlichen Glückwunsch! Der Kuhn Store dankt für deinen Einkauf. Alle Käufe sind bindend. Transaktion abgeschlossen. Kuhn Store, Ende. Arschland, was machst du hier? Mit mir die Freedom Pearls zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch meine Lakaien holen. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie mehr... Ich hab nicht aufgeräumt. Pass auf, wo du hintrittst. Mann, Mann. Nicht das Richtige. Was ist das? Nein. Nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pearls. Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad.
Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte. Bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Du kannst dir meine Sachen leihen als Teamkamerad. Hausarrest Blues. Ich hab den Hausarrest Blues. Ich glaube, ich geb mir den, wenn du mein neuer Homie es nicht tust. Oh Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Hausarrest Blues. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Nett, dass du versuchst, mich aufzuheitern, aber das wird nichts. Was sollte das? Was sollen wir jetzt tun? Ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling! Uah! Du hast Hausarrest! Du hast doch Hausarrest! Bereit machen für fieses Blinzeln. Butters, das ist deine Schuld!
Tut mir leid, Ted. Au! Das ist mal eine saubere Prügelstrafe. Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt Verstraften Hausarrest! Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Ich könnte schwören, ich wollte gerade jemand im Hausarrest. Versau das nicht, Blödsack. Oh, Puh! Hey, du hast doch Hausarrest! Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Ziemlich cooler Chaosblitz, hä? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit Energiestrahlen rumspielen? Hier kommst. Wieder dabei. Das sollte dir Manieren einbläuen. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Ja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Es ist wie ein Wunder, Leute! Verdammt! Das nenne ich Disziplin. Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Mann! Oh. Los geht's, Furzlord! Ja, kein Hausarrest mehr. Hey, du hast doch Hausarrest! Jetzt wirst du zerfetzt! Hier kommt der Kuhn! Ich könnte schwören, ich wollte gerade... Mach sie fertig, Saftsack! Hey, du hast doch Hausarrest! Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern! Du hast vielleicht Nerven, Kind! Kuhn auf der Jagd! Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest! Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey, Leute, ich hab keinen Hausarrest, ich bin hausarrestresistent! Nein! Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt! Puh! Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Ich bin der schnellste in der Stadt. Renn lieber schnell. Bitteschön. Du denkst, du kannst das Chaos besiegen? Ah! Mann, Lakaien, was ist denn los?
Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweilt. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Platz für den Kuhn. Ja. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf. Hättest du blocken sollen. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Entfessel das... Kann jemand das Blut aufwischen? Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Das hat gesessen. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Ha, nimm das, Bitch! Endlich! Ja, von der Gerechtigkeit durchgenudelt! Hallo, ich brenne hier! Lauf heim zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! Schlag ihn! Was für eine schwarze Jugendmagie ist denn das? Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Flupp jetzt, dann hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Das läuft genau wie geplant. Das war echt super, Leute. Der Richtige für jeden Job. Nice! Geschafft! Ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Chaos! Komm hier lang! Ah, da ist also ihre Geheimtür. Ha, sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hacke alles! Komm her, Kleiner! Rein mit dir! Oh, wow! Ha, perfekt! Du Scheiße, sieh dir das an! Das nenne ich mal eine Superheldenbasis! Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht! Dagegen ist die Kuhnbasis ein Dreck! Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey, Mysterion. Wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Na
Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stücke! Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Oh Gott, wer ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Wir finden nur, dass euer Franchise wieder aufgeschlossener ist und, wir dachten an den Wechsel bei Kuhn und Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn und Friends aus und da ich Kuhn und Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihr nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Brauch keine Unterstützung, schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tuppi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Sei gegrüßt, Kuhn Freedom Pal! Hey, Buddy! Danke! Kannst du das fassen? Mit den Freedom Pals ist nicht zu spaßen! Wir sind voll die Freedom Pals! Woo! Woohoo! Zeig uns erstmal, was du kannst, Neuer! Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde gestern zu Hause verhaftet, nachdem bei uns eingebrochen wurde. Alles läuft genau nach Plan. Ich vertraue dir nicht, Wunderarsch, aber ich gebe dir eine Chance. Nicht so schnell, zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehören willst. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt! Kann ich von behilflich sein? Renn lieber schnell! Bis denn! Hey, Neuer! Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Willkommen bei D-Mobile. Kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen sehen aus wie Krebse, denn die leben wie Menschen. Ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten.
Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rette uns! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Asche auf. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Wunderarsch reißt ihnen den Arsch auf. Guter Schuss! Sieht böse aus für die Bösewichte. Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Brutal! Alle meine Klingeltöne! Weg! Pass auf die Scheren auf, die kneifen ganz schön. Wie Krebs schrecken, wie Menschen töten. Aha! Aia! Perfekt, nicht bewegt. Geh in die Fortune-Höhle zurück, aus der du gekrochen bist. Das habt ihr davon, der Chef dort. Name und die Mobile-Nummer bitte. Schützt mich, Untergebene! Schützt euren Chef! Die Yelp-Bewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Piu, piu, piu! Handy-Laser! Los, komm her, ich lasse noch was von dir übrig. Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Das ist, als hätte ich meinen dritten Teller am Meeresfrüchtebuffet. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Dein Opfer wurde vermerkt. Vergiss es, ich leiche noch mehr Verkaufskrebse ab. Klingt, als wären die Krebsmatch denn bärlich. Wir brauchen hier mehr Verkaufskrebse. Repariert mein Internet! Oh mein Gott, das geht bestimmt super schnell viral! Die Kunden brauchen Hilfe! Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Sauer, Leute! Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben mieft, ruf mich an.
Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Interesse? Danke fürs Vorbeischauen. Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Gut, packen wir es an, Kunde. Schön. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen?